Wenn du wissen willst, was da drin ist und was da für ein Rucksack ist, dann bleibst du dran. Willkommen bei einer neuen Folge Tactical Dad Germany. Mein Name ist Marcel und ich bin im Arsch und außer Puste und ach, ist das alles nervig. Ich wollte mir eigentlich mit meinem Wortzi heute schon den Bach angucken und habe gedacht, hey, nimmst ein Get-Home-Bag mit und stellst den Leuten den vor. Ich habe ja ein kleineres Auto und dementsprechend musste dann jetzt ein größerer Rucksack her. Und ja, was da so drin ist, das werden wir dann jetzt gleich einmal durchsprechen. Vorher kurz nochmal zu der Erklärung von dem Rucksack. Also das Ding sitzt wirklich Bombe, ist ein relativ günstiges Produkt, da muss man dabei sagen. Preis tue ich nachher unten in der Videobeschreibung und dann könnt ihr selber überlegen, wie ihr das so handhabt. Ja. Ich persönlich finde den super, ja, der sitzt, Sahne, er hat richtig breite gepolsterte Schulter. Was das für ein Rucksack ist, sage ich euch gleich noch. Ja, ich bin ganz ehrlich. Ich meine, das Ding heißt irgendwie Viking Patrol oder sowas, aber ich lese das gleich nach und gleich sage ich euch den richtigen Namen, versprochen. Ja, ich muss gleich nämlich sowieso einmal die Kamera umstellen und ja, da habe ich halt ein bisschen Zeit, ne? Das ist die Freuden von YouTube übrigens. ne, hinten ganz klar auch mit Patch-Klettfläche. Und ja, achso, entschuldigt dieses Outfit, ja. Es ist mega heiß heute und ich habe kein anderes T-Shirt gehabt. Ich habe kein T-Shirt gehabt, leck mich am Arsch. Ich stand da, das ganze Wochenende ist irgendwie vorbeigegangen und ja, zack, weg waren die T-Shirts. Und dann guckte mich das hier so an und sagte, yo, da kannst du die dicke Plaute drin verstecken. Ist unterbelichtet, ne? Wenn ich jetzt hier so, Sonne. Naja, auf jeden Fall gucken wir uns das jetzt erstmal in Ruhe an. Ich sag euch eins, ich habe die Kamera und so mit, ne? Deswegen habe ich hier nochmal den großen Slingback und habe hier dann, bin die ganze Zeit jetzt hier so durch die Gegend gelaufen. Locker, sag jetzt einfach mal, 40 Minuten, bis ich einen geeigneten Drehort gefunden habe. Weil ich wollte eigentlich an ein Bächlein. Aber irgendwie hat das nicht so funktioniert. Ja, das ist natürlich wieder so typisch. Ich kraxel hier natürlich urban rum und versuche da irgendwo dann immer geeignete Ort zu finden. Und irgendein Hundebesitzer ist dann der Meinung, jo, ich renne da jetzt durchs Bild. So auch jetzt. Schade. Naja, wie gesagt, also wir haben eine große Blattfläche. Ding ist ein riesen Rucksack, ich glaube 65 Liter hat er. Lässt sich ganz angenehm tragen. Wie gesagt, ich habe gerade den Slingbag umgehört, bin 40 Minuten hier rumgerannt. Natürlich ist es warm und ich schwitze, aber ich merke ihn noch nicht. Also der Brustriemen, ich bin ja auch schon ein breiter Kerl, ne? Der ist echt weit genug. Der schneidet auch nicht groß ein oder so. Sieht natürlich ein bisschen unvorteilhaft aus, wenn man so dick ist, ne? Aber ich gebe ja offen zu, ich habe momentan Gewichtsprobleme.
Aber ich bin beim Arzt, ich schwöre, ja, irgendwas stimmt nämlich da nicht. So, und jetzt möchte ich euch natürlich zeigen, was habe ich da drin und was ist das für ein Rucksack und was kann der alles. Ja, und dann dranbleiben, ich stelle einmal die Kamera um, bis gleich. Und wieder mal musste ich verschwinden. Diesmal ist kein Mensch dran schuld gewesen, sondern einfach ein Mückenschwarm, der mich und meinen Bauzi komplett zerstochen haben gerade. Wir sind da mit Mühe und Not noch geflüchtet. Also ihr seht, ich habe hier überall Fleischwunden. Ja, und jetzt habe ich mich hier auf einen kleinen Spielplatz gerettet. Es ist so früh morgens, dass hier auch noch keiner rumschwirrt. Habe mir die Tischtennisplatte ausgeliehen und werde euch jetzt kurz mal ein bisschen was zu dem Rucksack erzählen. Ja. Kann sein, dass jetzt natürlich zwischendurch noch mal irgendwelche Menschen hier vorbeikommen. Da muss ich ein bisschen stoppen. Ich hoffe, seid mir nicht böse deswegen. Ja, alles klar. Also, jetzt geht's los. Ja, also, wir haben hier den neuen Get-Home-Bag, weil kleineres Auto heißt weniger Ausrüstung im Auto, mehr Ausrüstung primär im Rucksack, deswegen habe ich mir einen größeren geholt. Wollte jetzt aber auch keine Unsummen ausgeben. Ja, ihr kennt das selber, das ist aber so eine Geschichte, das zerrt am Geld. Ja. Da bin ich auf dieses Schmuckstück hier gestoßen. Dieses Schmuckstück hat 60 Liter Fassungsvermögen. Ist von Combat UK. Das hat an jeder Seite Trageriemen, wie oben. Die sind auch massiv, die reißen nicht aus oder so. Ja. Wir haben vorne ein wenig Molle und auf den Seitentaschen. Ne? Natürlich auf der anderen Seite auch. Wir haben hier die Möglichkeit, irgendwas durchzuschlaufen, so wie hier die Möglichkeit, etwas dran zu hängen. Ja. Wir haben ein richtig schön gepolstertes Rückenteil mit ordentlichen Flossen, die auch was können. Ja, diese sind natürlich optional immer einstellbar, genauso wie die Dinger hier. Der Rucksack hat auch Nachteile, dadurch, dass er relativ günstig ist, muss man das wissen vor dem Kauf. Ich habe es gelesen und habe gedacht, probier einfach aus, wenn nicht, schick zurück. Ich persönlich habe einen Weg gefunden, wie ich damit gut umgehen kann. Ja, dann hat er natürlich hier diese Öffnung für Trinkblasen. Links wie auch rechtsseitig oder rechts wie auch linksseitig in eurer Sicht. Ja, und dann kann man das natürlich hier so schön durchschlaufen, dass man immer seine Trinkblase dabei hat. Ja. Dann haben wir hier noch einen. Auf, aber natürlich noch ein Durchlass. Der ist dann hier auch seitlich. Der geht auch nicht komplett auf. Ist also alles ziemlich gut geschützt. Ja, vorne haben wir eine Klettfläche. Da passt auch nur ein Patch drauf, mehr nicht. Und ja, natürlich auch noch große Seitenfächer. Das war es im Großen und Ganzen zu dem Rucksack. Hier haben wir das nochmal. Combat UK Tactical Gear, ja. Was sehr schön ist, ist, dass sie auch hier diese Stopper verbaut haben, damit du nicht überall dieses Gebamse rumfliegen hast. Finde ich sehr, sehr geil. Genauso wie auch hier eine Gummischlaufe drum. Hier ein bisschen, damit das nicht so durch die Gegend wabbelt. Finde ich eine ganz feine Sache. Ja, ihr merkt, das Ding geht ziemlich in die Breite. Und ist aber wenig in die Höhe gebaut. Das heißt, das ganze Ding sieht ein bisschen unförmig aus, passt aber mehr als genug rein. Wir haben hier, also wer sich hier über diese Stellen hier Sorgen macht, also für mich macht das einen recht stabilen Eindruck. Es sind auch zwei Seiten, die da vernäht sind. Langzeittest kann ich noch nicht sagen. So lang habe ich ihn dann doch noch nicht. So. Und ich möchte aber auch gerne eins voraussagen. Ich möchte eigentlich dieses Jahr möchte ich eigentlich auch noch eine kleine Tour damit machen. Das heißt, man setzt mich irgendwie 50 Kilometer weit weg von zu Hause aus
und wir probieren die ganze Geschichte aus. Ich weiß nicht, wie ich das zeitlich timen soll, zeitlich schaffen soll, aber da wird sich bestimmt noch der ein oder andere Weg finden. Also seid gespannt darauf. Ich bin selbst gespannt. Ja, also ich krempel die Dinger mal nach vorne und zeige euch mal direkt die erste Tasche, die ist hier hinten. Und da ist hier oben ein Reißverschluss, der geht bis nach hier hinten. So, eigentlich ist dieses Ding, hier ist die Aufhängung für die Trinkblase, ist für eine Trinkblase. Hier ist auch ein richtig hartes Plastik verbaut. Ja? Das heißt, das stört euch auch nicht, wenn ihr da hinten was reinpackt. Ich habe jetzt hier nochmal eine Notfalljacke drin, so eine Softshelljacke. Möchte die, wenn ich ehrlich bin, auch ungern rausholen, weil das ist alles ziemlich eng. Ja, also hier seht ihr, hier ist dann nochmal so ein richtig stabiles Stück Plastik drin. Und auch die Mittelsäule davon lässt sich verbiegen ein wenig, dass man einen sehr, sehr guten Tragekomfort bei diesem Rucksack erreichen kann. Also das dazu. Das ist die erste Tasche. Da passt also eine Softshelljacke Größe XXL locker rein. Sieht ein bisschen verbeult aus, merkst du aber beim Tragen nicht. Das ist ganz wichtig. Ja? Die Dinger schließen natürlich bisher perfekt. Kann ich gar nicht meckern. So, dann gehen wir weiter. Dann haben wir hier natürlich diese Seitenfächer. Ich mache euch mal ein bisschen runter, dann seht ihr das besser. Ja. Diese Seitenfächer, wenn ich die jetzt vergleichen müsste, boah, dann wäre das ein Tech Pouch 5 ungefähr, so von der Größe her, vielleicht ein Tacken größer. Ja, wir haben also vorne 1, 2, 3 Reihen Molle, nee, 4, 2, 3, 4, ja, ist schon schwer bis 4 zu zählen, Molle. Und ich habe hier jetzt zum Beispiel, sie gehen auch nur halb auf und da sind auch keine Schlaufen oder sowas drin, das sind einfach nur Taschen. Jetzt hier noch eine Notfalltrinkflasche und hier ein Mützchen mit Wasserfilter und nochmal so ein Trinkschlauch sowie auch Schlauch und Rückfüllsystem. Ja, einfach um die Wasserversorgung hier zu gewährleisten. Das ist alles schön eingepackt in dieser Wendemütze. Grau für urban und Camo für unterwegs, ja, damit man da auch noch mal ein bisschen Tarnung hat und alles an einem Ort sich wiederfindet. Das passt hier locker rein, also ich habe hier auch noch Platz jetzt noch mal ja, schon ein größeres Taschenmesser oder Multitool würde da jetzt auch noch locker reinpassen. Ja. Dann gehen wir einmal auf die andere Seite. Ja, auf der anderen Seite ist natürlich genau die gleiche Tasche. Hier sind auch immer diese Kompressionsriemen, was bei dem Rucksack meines Erachtens aber wenig Sinn macht. Deswegen habe ich die gerade so eingestellt, dass es irgendwie passt. So, und hier habe ich ein paar Staubschutzmasken drin und nochmal eine Schutzbrille, um einfach zu gewährleisten, dass ich mir keinen weghole, wenn ich da durch irgendein Gebiet muss. Ja. Oder auch mal extremer Staub oder sonstiges ansteht. So. Dann haben wir hier unten. Also ihr seht, das ist so ein bisschen angelehnt an den, ich komme auf den Namen nicht, ist auf jeden Fall ein anderer Rucksack in dieser Richtlinie. Auch in der Größe. Von natürlich einem namentlichen Hersteller. Ist natürlich nicht 100% identisch, das kann man nicht machen. Hier habe ich hier unten, also dieses Fach, das ist riesengroß. Da muss man einfach dabei sagen. Ne? Ich habe jetzt hier so 10 Meter Kletterseil drin. Und jetzt siehst du schon, hier ist so Mesh-Gewebe mit einem Reißverschluss. Ja? Und hier habe ich dann so ein Behelfsklettergurt nochmal. So ein. Und hier ist auch Meshgewebe und hier haben wir dann die Möglichkeit, ne, 1, 2, 3 Taschen nochmal zu unterteilen.
wobei ich hier noch so ein bisschen Rebschnur drin habe, auch zum Klettern. Das ist also quasi die Behelfskletterausrüstung. Hier nochmal eine dicke Karabiner. Um sich gegebenenfalls irgendwo mal abzuseilen, wenn nötig. Und hier dann nochmal den ganzen Arsch voll Paracord. Ja. Finde ich ganz praktisch. Man hat hier diese verschiedenen Verteilmöglichkeiten um alles. Was hier jetzt noch fehlt, ist ein Abseilachter, ein neuer. Meiner ist irgendwie verschütt. Aber das, daran soll es ja nicht liegen. Ja. Dann kann ich das Ganze hier nämlich immer wunderbar verstauen und habe da sogar ein eigenes Fach für. Das finde ich ganz praktisch. Und jetzt muss ich tatsächlich nochmal stoppen, weil da kommt jemand. Ja, also wenn nie was gewesen wäre, geht's weiter. Ihr seht die Riesenausbeulung hier über dem Notfallbehelfskletterset. Das werde ich auch nochmal ausprobieren. Wann, wie, wo, keine Ahnung. Und ja, dazu einfach gucken. Also hier ist eine große Tasche, hier diese hier, da kommen wir gleich zu. Und dann haben wir hier vorne noch eine kleine Aufsatztasche, quasi da, wo sich das Molle befindet. Ist hier einseitig, so, auf der anderen Seite ist zwar auch so ein Überstand, aber hier ist nur ein Reißverschluss. So, und was haben wir jetzt da drin? Ne, also es ist auch mehr als genug Platz. Hier haben wir nochmal einen schönen Kompass. Tack, 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 tack. Ne, schönes Gerät. Kann man ein bisschen was mit anfangen. So, dann habe ich hier, ihr werdet jetzt alle kennen, ja, einen kleinen Falthobo, den man so ein bisschen zusammenbauen kann. Dann hier meine Kaffeetasse, hier ist auch schon richtig schön angelaufen. So, dann habe ich hier, also ihr merkt, das ist mein Essenspaket. Ja. Kaffee, Tee, 5-Minuten-Terrine, all dieses. Ja. Also ihr seht, ich habe hier richtig Platz drin in dieser kleinen Tasche. Ne? Dann habe ich hier nochmal ein Zunderpaket. Und hier habe ich nochmal so ein Schnellkocher mit Brennpaste. Die Dinger gibt es übrigens bei Real für, also ihr seht das hier, ne? Das ist dann wie Spirituskocher mit Brennpaste, der hält auch ewig. Und die Dinger gibt es bei Real für ein Apfel und ein Ei, könnt ihr mal gucken. Ich finde das Ding echt klasse. Ja? Dann haben wir hier noch unsere Survival Card. Für den letzten Notfall. Ja. Also das ist also hier so dieses Essenspaket, was hier wirklich auch hervorragend reinpasst. Ja, ihr seht, ich habe ohne Ende Zeug hier drin, die Tasse und alles. Ja. Und ich habe dann also hier echt noch Platz drin. Ich könnte da jetzt tatsächlich noch mehr reinpacken. Das ist so vorne, diese kleine Tasche. Da ist natürlich auch nichts zum Einschlaufen oder sonst irgendwas drin. Und ja, dann, ja, und dann kommen wir auch schon direkt zum nächsten Fach. Ja, wir haben hier unseren 2-Wege-Reißverschluss. Und seht, also hier ist jetzt das Fach, was ich gerade vorgestellt habe. Das klappe ich jetzt hier so runter. Ihr seht auch, das ist hier wieder. Bis hierhin geht das Fach und die Eisenschlüssel gehen nur bis dahin. Ja, danke. So, und dann können wir das alles hier so ein bisschen rum und dann könnte man da reingucken. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben jetzt hier einmal dieses Norma-Messerchen, was ich die Tage ja vorgestellt habe. Und dann haben wir hier einen Klappspaten, einen kleinen. Dann haben wir hier in dem Fach, ist ausnahmsweise nichts drin. Hier haben wir nochmal eine Ersatzmütze und eine kleine Arbeitslampe. Ja, das heißt, wir haben also einmal hier die Möglichkeit, dass es hier leuchtet. Ja, und einmal auf der anderen Seite. Und gleichzeitig können wir das auch noch irgendwo hinhängen. Finde ich ganz praktisch.
Deswegen habe ich das hier oben dann so im Lampenschirm noch mal so ein bisschen versteckt. So, was haben wir denn noch? Wir haben hier noch mal Gummibänder. Wer weiß, wofür die irgendwo mal gut sind. Ich habe keine Ahnung. Ja. Hier gibt es natürlich auch diese Möglichkeit. Hier, ihr seht es, hier ist Flexcord dran. Und das Flexcord ist, ich komme mal ein bisschen näher, hier in so einer Flauschfläche. Und hier ist natürlich Klett dran. Das heißt, man kann das irgendwie hier so verwursteln, wie man das haben will. So. Und kann das dann hier festmachen. Und ihr seht, jetzt haben wir das hier gesichert. Ja, dann haben wir natürlich, wie soll es auch fehlen, eine einfache Kombizange. Jetzt fragen sich die Leute, ja, warum hast du kein Multitool mit? Also, ganz einfache Kiste. Ich habe ein Multitool mit. Aber ist halt so, wie es ist. Ne? Eine Zange bleibt eine Zange. Und was kann die gut? Sachen durchknipsen, Sachen festhalten, Sachen anziehen. Ja, da kann halt auch kein Multitool irgendwie mithalten. Dann habe ich hier drin so eine Taschenlampe. Das ist No Name. Ja. Aber die ist ordentlich hell. Und die hat einen Fokus. Und das ist eigentlich auch die einzige Lampe, die einen Fokus hat, die ich besitze. Und deswegen habe ich die hier drin, damit ich im Bedarfsfall auch weit ausleuchten kann. Platz. Platz. Mein Hund versucht schon wieder abzuhauen. Nächste Geschichte ist natürlich, die läuft mit normalen Batterien. Und die kriegst du im Bedarfsfall, gerade im urbanen Bereich, auch mal schnell nachgekauft. Ja. Und das ist so der Grund, warum diese Lampe da drin ist und jetzt nicht zum Beispiel irgendeine von Nextorch, von Maglite oder sonst irgendwas. Ich habe auch noch eine Maglite zu Hause, die dafür geeignet wäre. Allerdings wird die mit CR123 Batterien betrieben und hat keine Akkumöglichkeit. Ist also etwas ältere Generation, deswegen finde ich die Variante besser. Ja, dann haben wir hier noch dieses Low Budget von Angelo Arms. Wer davon das Video noch nicht gesehen hat, unbedingt reingucken. Ich weiß, Eigenwerbung stinkt, aber ist saugeil. Und für einen echt schmalen Taler zu haben und ist groß genug auch, um viele Arbeiten zu erledigen. Ja. Das also dazu erstmal. Ja, und dann habe ich hier, ich komme mal näher und mache mich mal runter, man sieht, tausende von diesen kleinen Packages hier. Und da habe ich mir nämlich wirklich mal die Mühe gemacht und habe, na, jetzt kommt er wieder hoch, so, Panzertape abgerollt in kleine Pakete. Und davon habe ich, also jetzt habe ich eine ganze Rolle Panzertape hier drin. Also wirklich eine ganze Rolle. Ja. Aber auf absolut platzsparender Größe. Ja. Das schmeiße ich einfach hier unten rein und das stört mich auch nicht. Panzertape ist übrigens wirklich universell einsetzbar. Also da kann man dann irgendwelche Becher mitbauen zur Not. Da kann man, das kann man als Zunder benutzen durch den Kleber. Man kann damit Wunden versorgen. Wenn man irgendwie keinen Verband hat oder so, dann kann man damit natürlich auch ein bisschen was reißen. Nicht idealerweise, aber es geht ja auch nur um einen Weg nach Hause von maximal 2 bis 3 Tagen. Ich denke eher so 2, dafür wäre das hier sehr, sehr ausreichend, meiner Ansicht nach. Wenn ihr anderer Meinung seid oder einen anderen Vorschlag habt, bitte in die Kommentare reinschreiben. Dann habe ich hier, das ist mein absolutes Lieblingsteil, ein Knipex Bolzenschneider in Handformat. Ja. Damit kriegt man dann wirklich auch mal ein bisschen anderes Gerät abgedrückt. Und ja, meiner Ansicht nach ein Must-Have in diesem Rucksack. Ja, das war es hier vorne an dem Fach dann auch schon an Ausrüstung.
Wichtig ist, das ist natürlich auch alles wieder nur in Kombination mit dieser kleinen Tasche, die ich vorgestellt habe, mein neues Daypack. Er ist vollständig, das heißt, die kleine Tasche kommt hinten nochmal ins Hauptfach rein. Und dann hat man nur diesen Rucksack, den man schleppen muss, und das ist perfekt. Ich habe jetzt den großen mit, aufgrund dessen Videomaterial und sowas. Ne? So, jetzt haben wir hier wieder oben wieder Kompressionsriemen. Und die könnte man jetzt auch wieder hier aufrollen. Da wabbelt wieder nichts rum. Finde ich super. Wir machen das erstmal auf. Und ja, ich habe also jetzt hier, weil es aus dem Auto kommt und ich ja die kleine Tasche auch nicht immer bei habe, also Überlegung ist es von mir persönlich auch, statt das so zu machen, dass der Rucksack da reinkommt, vielleicht nur mit dem EDC, mit der Beintasche zu arbeiten, finde ich auch sehr interessant. Muss aber doch noch probiert werden, deswegen nur erstmal auf Verdacht hier drin eine Verbandstasche. So, und jetzt seht ihr, hier ist immer noch ordentlich ein Stück Platz, da vorne auch. So, da würde dann diese Tasche Platz finden. Alles natürlich ein bisschen enger, aber es geht. So, und dieses Hauptfach, da haben wir dann einmal jetzt das hier, um das Ganze ein bisschen natürlich leichter zu machen. Dann haben wir hier unser kleines Paket mit Innenschlafsack, also mit so einem, seht das gar nicht, so einem Innenschlafsack aus Mikrofaser und einem Handtuch. Das ist ganz wichtig, ja. Kann immer nass werden und so. Dann haben wir hier einmal unseren Poncho, und der Poncho, der ist ja auch als Tarp funktionabel und hat natürlich auch genau die richtige Farbe. Ja, und das. So, und dann ist hier unten schon nur noch der Schlafsack drin, der ist auch komplett da drin, da ist gar nicht mehr weiter viel. Ja. Ich werde den jetzt mal hier rausnehmen. Also, es ist ein großer Schlafsack, ja, also ihr seht, das ist ein richtiges Packwunder. Jetzt habt ihr hier überall noch so Schlaufen hängen, um irgendwelche Sachen zu befestigen, zum Beispiel Kleidung oder hier dieses, ich sag schnell, eine Isomatte. Ja. Und hier seht ihr schon wieder Mesh, und hier sind dann nochmal zwei Mesh-Taschen drin. Das finde ich echt super, weil das macht also eine Aufteilung sehr, sehr geil. Ich habe jetzt hier Anziehsachen mit, die muss ich euch jetzt nicht zeigen, denke ich. Ja. Und hier dann nochmal so ein Notfall-Hygiene-Kit. Ja. Auch mit einer Notfallzigarre, um die gegebenenfalls entweder zu rauchen, aus Langeweile am Lagerfeuer, oder halt zum Tauschen oder so. Vielleicht kann einer ja auch mal 5 Meter mitnehmen und kriegt dafür dann ein nettes Zigärchen. Ja, ich mache euch mal hoch. Das soll es jetzt gewesen sein zu diesem Rucksack, mein neuer Gatombag. Was ich gerne noch machen möchte, ich möchte mir noch eine Thermarest Chest Rig holen für unten drunter, die irgendwie mit ein paar Riemen oder so da drin baseln. Ja. Ich finde den Rucksack echt cool und es passt eine Menge rein. Und ja, jetzt so zum Fazit muss ich dann auch noch einmal erwähnen, was denn der Manko an diesem Gerät ist. Also erstmal ist es ein super Rucksack. Es ist alles ordnungsgemäß verarbeitet. Man hat wirklich, wirklich Platz. Aber einen einzigen Nachteil hat das Ding. Da kommen wir jetzt zu. Ich packe jetzt nebenbei schon mal ein bisschen hier wieder zusammen. Ne? Das ist hier durch die ganze Kompressionsriemen und so, ist das dann manchmal doch echt fummelig. Aber ich möchte einfach mal behaupten, das Ding ist ja fertig gepackt, wenn es im Auto liegt. Und wenn man dann
morgens nach dem Aufstehen zusammenpackt, sollte man eigentlich genug Zeit haben, um das alles in Ruhe zu verstauen. Man sollte sich auch die Zeit nehmen. Man kann ja auch alles in Ruhe verstauen, das ganze Schlafmaterial. Und dann erstmal anfangen, in Ruhe einen Kaffee zu trinken. Ja, man muss ja nicht alles immer sofort machen. So, dann nehmen wir hier das Tab. So, ihr wartet immer noch darauf, dass ich euch sage, was jetzt scheiße an dem Rucksack ist, ne? Wartet. Ich bin ein ordnungsliebender Mensch, ich muss das einpacken, ja? Und zwar, jetzt kommen wir dazu. Diese Laschen hier, gerade an dem Trageriemen, die sind tatsächlich so, dass wenn du einmal ganz kurz hier dran kommst, rutschen die weg. Wenn du das im falschen Winkel anfasst, also jetzt so hält das, ne? Aber ich sag euch, wenn ihr das irgendwie aufsetzt, absetzt und so, ne, dann passiert das schon mal öfter, dass dieses hier rausrutscht. So, also hochrutscht. Nicht raus, aber hoch. Also habe ich, so habe ich das gemacht, ja, habe ich diese Klettverschlüsse, die ja dafür sorgen, dass es hier nicht durchrutscht, so eingestellt, dass es bei mir perfekt ist. Das heißt, das ist genau die Größe, die ich brauche. Und genau deswegen stört mich dieses Manko auch nicht, dass das hier so durchrutschen kann. Ja, und das ist halt das Manko von diesem Rucksack, was angeprangert wird, immer wieder. Wie gesagt, also Link des Rucksacks tue ich euch in der Videobeschreibung. Und sagt mir gerne, was ihr davon haltet. Was ihr noch hinzufügen würdet oder einfach eure Meinung. Das ist ganz wichtig in die Kommentare. Wenn du das erste Mal hier bist, Abo dalassen, damit du dann die Tour auch nicht verpasst und generell meine Videos nicht. Einmal die Glocke läuten, damit du kein Video mehr verpasst. Ich wiederhole mich, das ist kontraproduktiv. Aber ich werde es drin lassen, das ist ja nicht ganz so schlimm. Ihr kennt mich Bekloppten ja inzwischen. Ja. Folgt mir auf Instagram, wenn ihr ein bisschen was Privates von mir sehen wollt zwischendurch. Ich habe ja leider nicht ganz so viel Zeit mehr für YouTube, dadurch, dass mein Job mich so ein bisschen auffrisst. Zwei Videos die Woche kommen noch, also mittwochs und sonntags. Ich hoffe, ihr seid zufrieden damit. Ich kann leider nicht mehr gewährleisten. Ich würde gerne mehr machen. Aber so ist das halt, das Leben, ne? Und das kennt ihr ja auch. So, nichtsdestotrotz wünsche ich euch einen schönen Resttag und haut rein, euer Tactical Dad. Ciao.